Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von, richtig, Grundels Gründe. In dem Format wollen wir nicht an der Oberfläche bleiben, sondern ein bisschen tiefer schauen. Und um was geht es heute? Diese Sendung wird gedreht am 11. August 2019. Und bitte sehen Sie es mir nach, es ist mein Geburtstag. Aber es geht heute nicht um die Person Boris Grundl, sondern um die Idee der Person. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie oft Menschen sich in einer Person in Konflikten oder in Limitierungen der eigenen Person immer wieder verstricken? Wenn Sie die Frage, ja, führt, wer Sie sein könnten, was noch alles in Ihnen liegt, welche Geschichte Sie noch nicht geschrieben haben und welche Möglichkeiten in dieses Leben geben kann, dann sind Sie jetzt genau richtig. Herzlich willkommen zu Grundels Gründe. Ja, es geht um den Unterschied zwischen der Person, zwischen dem Namen, ja, zwischen dem Ich und zu der Idee, die in uns schlummert. Da werden manche sagen, hä? Idee? Schauen Sie, wir haben sehr oft mit der Person zu tun. Folgendes Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie belügen jemand. Ja, Sie. Ich weiß, das haben Sie noch nie getan. Sie belügen jemand anders, dann macht es doch sicher Sinn, oder? In dem Kontext, in dem Sie denken, ist doch klar. Aber jetzt gehen wir davon aus, Sie werden belogen. Macht es dann immer noch Sinn? Bewerten Sie es gleichmäßig? Oder sagen Sie sich, okay, der andere wird seine Gründe gehabt haben, ist schon in Ordnung, weil ich nehme das auch raus. Und so ist der Unterschied zwischen Person und Idee zu sehen. Die Person ist unser Kern, unser Innerstes einmal, aber wenn wir andere sehen, sehen wir zu oft nur die Person und nicht die Idee der Person. Verwirrt? Da bringen wir jetzt ein bisschen Klärung rein. Also, es ist mein Geburtstag. Und ja, bitte keine Beileidsbekundungen, ich bin 54 Jahre alt. Aber wenn Sie mir etwas schenken wollen, recherchieren Sie die Adresse und ich nehme es sehr gerne an. Sie wissen schon, Rollstuhlfahrer, ne? Wenn Sie das wollen, machen Sie. Also, wir haben hier die Person und hier haben wir die Idee der Person. Und wir sind alle Menschen und der Mensch menschelt es, wir machen Fehler, wir sind nicht integer zu uns und zu anderen und so weiter und so fort. Wenn Sie einen mal bekommen haben, der Sie in einem gewissen Kontext belogen hat, dann sagen Sie, der ist ein Lügner. Er ist ein Lügner, aber wahrscheinlich nicht in diesem Kontext hat er mich belogen. Das ist klar. Wenn wir jetzt andersrum denken, ist zum Beispiel, dieser Boris Grundle ist natürlich eine Person. Und diese Person ist ja eher dieses Ich. Ich mache das, ich mache das nicht. Ich. Ich sollte, ich müsste, ich. Aber hier wird es spannend. Die Idee ist, für was bin ich gemeint worden? Das ist auch eher, ich will. Ja? Ich will. Und hier, für was bin ich gemeint worden, heißt das, dass ich ganz tief in mir erkenne, wo ist denn der Ruf der Welt? Und ja, aus dem Ruf wird eine Berufung. Und das können wir verstehen. Wenn wir uns entwickeln wollen, ist das so eine Art Schälung der Zwiebeln. Das ist der Kern unserer Persönlichkeit. Das ist übrigens, für was wir gemeint worden sind. Und diese Idee, nach innen zu reisen, in den Kern der Persönlichkeit, das ist Persönlichkeitsentwicklung. Und da muss man immer mehr weglassen, was zu einem gehört. Weglassen. Nicht hinzufügen, nicht mehr machen, nicht dazu packen. Weglassen.
weglassen und intensivieren in der Wirkung. Die Wirkung pro Stunde erhöhen, nicht die Anzahl pro Stunden erhöhen. Und das verspreche ich Ihnen, wenn Sie nach innen gehen. Und dann gibt es eben die Leute, die nicht nach innen gehen, sondern von dem, wie sie sind, nach außen gehen. Und sich damit beschäftigen und mehr Stunden arbeiten und härter arbeiten, anstatt smarter und klüger zu arbeiten. Ist das interessant? Und wenn Sie das mitnehmen aus dieser Folge, dann wäre die Aufgabe, in der nächsten Woche mal zu überlegen, wenn Sie mit anderen Personen reden, kurz innezuhalten und nicht zu denken, Sie sprechen zu einem Menschen, zu einer Person, sondern zu einer Idee. Ich fordere Sie heraus. Sehen Sie zum Beispiel nicht die Person Donald Trump, sondern die Idee. Sehen Sie mal nicht die Person Dieter Bohlen, sondern die Idee. Und ich wette mit Ihnen, sobald Sie die Ideen von Menschen verfolgen, nehmen Sie wesentlich weniger persönlich. Es ist schon interessant, wenn wir immer mal wieder hier prominente Namen nehmen, wie schnell man sich in der Person verrennt. Da kommt ein Name Merkel oder ein anderer Name und schon geht es bei den Leuten sit ab. Und es läuft ein innerer Film der Beschwerde nach außen ab. Denn natürlich sollten die Politiker viel besser sein. Und wir wissen natürlich Bescheid, wie es eigentlich gehen sollte. Ne? Es gibt jetzt welche, die es verstanden haben. Falls Sie das interessiert, diese Differenzierungsfähigkeit in der Kommunikation, wenn Sie das tiefer interessiert und wenn Sie das auch verstanden haben, dann informieren Sie sich bitte über unsere Seminarreihe Kraft der Sprache. Da geht es einmal um Aufnahme von Informationen und einmal von Vermitteln von Informationen. Und da geht es um Differenzierung und Wirkung in der Kommunikation. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie auf diese Art und Weise meinen Geburtstag mit mir geteilt haben. Und vielleicht war auch was Anregendes für Sie dabei. Würde mich freuen. Danke fürs Teilen, danke fürs Liken, danke für die Kommentare, die hoffentlich in Richtung Idee Boris Grundl gehen und weniger in Richtung Person. Mal sehen, was da so kommt. Alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ihr Boris Grundl.